Eier und willkommen zu meinem Video. Ja, meine Nebenhöhlen sind irgendwie immer noch dicht, aber es wird schon besser, es wird schon viel besser. Also wirklich, ich merke Unterschied. Ja, ich bin gerade nicht alleine. Bei mir ist Leo, der rennt durch die Gegend und macht und tut und ja. Ich versuche ihn gerade müde zu kriegen, weil er sowas von viel Energie hat und ich habe so fast gar keine Energie. Das ist wirklich nicht gut passend. Ja, ich habe euch schon vor ein paar Videos mal erzählt, also vor einem Video, war vorletztes Video, dass ich gerade zur Zeit eine sehr schwere Zeit durchmache. Und ja, ich dachte, ich teil mal das mit euch. Vielleicht kennt das der ein oder andere oder vielleicht hilft es dem ein oder anderen oder macht das bitte nicht. Nee. Gut. Ja. Auf jeden Fall es ist gerade im Moment so, dass ich habe gerade die komplette Angststörung. Also ich leide gerade wirklich unter extremen Ängsten und auch zum Teil unter Panikattacken. Ja. Ich war jetzt ehrlich gesagt, was mich gefreut hat, die letzte Woche hatte ich am Montag eine Panikattacke, aber dann erst wieder am Freitag. Und ich dachte dann echt, jetzt bin ich über den gröbsten Berg am Freitag, bevor die Panikattacke kam. Aber dann hat es mich mehr oder weniger dann doch noch voll erwischt und dann war ich, ja. Und das war dann einfach wirklich doof. Das hat mich dann auch ehrlich gesagt sehr frustriert. Ja, also meine größte Panik habe ich gerade davor rausgehen zu müssen. Das ist gerade so mein Hauptthema. Aber ich habe auch oft solche nachts, wenn ich im Bett liege und nachdenke und eigentlich schlafen sollte, habe ich auch gerade so Problematiken. Weil dann gibt es da so diese Momente, wo ich da liege und zum Beispiel vor ein paar Tagen, also jetzt teile ich wirklich sehr, sehr Intimes mit euch, war es so, dass ich da im Bett lag. Da hat es so bei uns unten im mittleren Stock halt geraschelt. Da habe ich mir so gedacht, ja, schon schräg. Also so, wenn es dann so, also das Rascheln. Ich so, ja, Heu raschelt auch, Heu brennt auch gut. Was mache ich eigentlich, wenn jetzt unser Haus abbrennen würde? Oh Gott, nein. Also wenn unser Haus abbrennt, das wär jetzt nicht das, was ich haben würde. Was mache ich jetzt dann? Was wäre als Erste, was ich retten würde? Oh mein Gott, wie würde ich dann Deo rausbekommen und meine ganze Elektronik? Und sollte ich dann nicht vielleicht irgendwie meine Elektronik bei meinen Großeltern lagern, damit die sicher ist, damit ich weiß, da passiert wahrscheinlich eher nichts und überhaupt. Aber ist es bei meinen Großeltern wirklich sicherer? Ich meine, die haben überall Fenster, Riesenfenster, was, wenn einer die Fenster einschlägt? Und was, wenn, ich meine, irgendwann will ich ja da mal vielleicht wohnen. Was mache ich dann? Was, wenn diese ganzen Fenster sind, kann ich dann überhaupt schlafen, wenn da überall Fenster sind? Ja, und dann ging es immer und immer weiter und irgendwann bin ich dann bei, wir sind alle tot gelandet. Das war wirklich, ich weiß nicht, wie das, da rennt sogar mein Hase weg. Also ich weiß nicht, wie ich das dann anhalten soll. Es ist so dieses, es läuft und läuft und läuft und dann geht es in deinem Kopf rum und ich krieg's nicht hin, diese Gedankengänge zu stoppen. Ich bin nicht depressiv, das ist gerade so. Was machst du da? Entschuldigt. Okay, ich muss reagieren. Ja, ich bin sofort wieder da. Ich lasse einfach weiterlaufen. Ihr wisst schon. Das nennt man jetzt Qualitätsabstand. Aber. Entschuldigt jetzt. Und schon fängt es an. Also,
damit ihr wisst, was passiert ist. Jetzt teile ich mit euch direkt so eine aufkeimende Panikattacke. Also, Leo ist gerade bei uns hinter das Klo. Da habe ich aber aus Versehen noch den Saugpümpel liegen stehen lassen, weil ich den putzen wollte. Habe ich nicht gemacht. Hätte ich es gemacht, würde ich jetzt nicht panisch werden. Und dann hat er den Saugpümpel gefressen und das staubige Tuch, wo drauf stand, damit ich ihn in Ruhe putzen kann. Also, der ist nicht dreckig oder so, aber ich habe mir irgendwie so gedacht, einmal desinfiziert schadet nicht. Und jetzt hat er auf jeden Fall den Saugpümpel angefressen und jetzt stelle ich mir tausend und einen Grund vor, warum Leo jetzt krank werden könnte, wenn er an dem Teil rumgeknabbert hat. Und außerdem finde ich es gerade echt eklig. Ja. Und jetzt wird die Luft enger und so weiter und so weiter. Und das ist einfach... Okay. Entschuldigt. Das ist dieser Moment, wenn ich dann merke, dass ich nicht alleine klarkomme. Jetzt fange ich auch schon an zu zittern nach Weltklasse. Das war jetzt nicht geplant. Eigentlich wollte ich von meiner Panikattacke erzählen und jetzt stecke ich gerade in der Halden drin. Folgendes ist passiert. Leo rennt. Ich habe den Pömpel vergessen hochzutun und jetzt stelle ich mir gerade tausend und einen Grund vor, warum Leo was passieren könnte, wenn er an den Pömpel geknabbert hat. Na, dem Klostümpel. Ja? Okay. Okay. Doch, ich hab das Knabbern gehört. Ich habe ihn ja knabbern gesehen. Ja, ich habe nicht mehr gewusst, dass der da ist. Okay. Ja, Mama. Ja, Mama. Ich rufe dann wieder an. Bis denn. Ciao. Manchmal braucht man jemanden, der einfach sagt, es heißt nicht, dass gleich alles chaotisch wird. Okay, es tut mir leid. Ich jetzt habe ich meinen Fokus verloren. Jetzt wird es nichts mehr mit dem Video. Ja, ich gehe jetzt mal mein hyperaktives Kind suchen, damit der kleine Kerl nicht noch mehr irgendwelches Zeug anknabbert, was er nicht knabbern sollte. Ja, du bist gemeint. Ja. Jetzt muss ich gerade überlegen. Das hat auch keine Emotion. Das Ding ist, warum ich da jetzt so aufgewühlt bin, ist, weil ich ständig das Gefühl habe, ich versage gerade als Leos Mutter. Ich habe so das Gefühl, ich mache alles, was ich mache, falsch. Ich gebe ihm zu wenig Aufmerksamkeit, zu wenig Futter, zu wenig davon, zu wenig hiervon und zu wenig, ich passe zu wenig auf, ich sorge nicht genug um ihn und es ist einfach gerade wirklich, und ich habe bei allem das Gefühl, ich bin gerade, in allem, was ich tue, bin ich nur noch schlecht. Ich bin schlecht, ich bin unvorbereitet, ich bin nicht das, was ich sein möchte. Ich bin einfach nur... Ich habe das Gefühl, ich bin nervig, ich bin anstrengend, ich bin unkonzentriert. Ich kriege gar nichts mehr auf die Reihe und alles um mich herum ist viel zu viel. Und ich weiß nicht, wie ich das ändern soll. Ich weiß nicht, was ich noch tun soll, damit sich das, dass ich diese Sorgen, diese Ängste, dieses Gefühl der Unfähigkeit lösen könnten. Und das ist so dann dieses Ding, wo ich mir dann denke, ich würde gerne jetzt irgendwie den Punkt finden, der mir dann da hilft oder was. Oder irgendwas machen, dass es leichter wird. Oder ich würde gerne dafür sorgen, dass es mir besser geht,
wenn ich damit das Gefühl habe, dann sind auch die Leute um mich rum nicht mehr so. Dann mache ich denen auch nicht mehr so viel Sorgen, Kummer und Leid. Und deswegen möchte ich am liebsten, dass es mir schon morgen besser geht. Aber je mehr ich das versuche voranzutreiben und je mehr ich versuche, das Problem in Angriff zu nehmen, je größer wird es gefühlt. Und ja, das Ding ist, wenn ich sowas, ja, eigentlich weiß ich, was ich tun muss. Ich muss der Angststörung ihre Zeit geben. Ich muss dann einfach, ja, wieder für mich einen Punkt finden und irgendwann wird es dann auch besser und löst sich. Ängste sind ja nicht für immer da, sondern die lösen sich ja auch mal. Und ja, genau das sollte ich tun. Aber es zu wissen, was man tun soll, es zu tun, was man tun soll und es umzusetzen, da liegt halt immer wieder Welt dazwischen. Und deswegen ist gerade nicht einfach. Aber ja, ich kann nur sagen, ich versuche mir jetzt die Zeit zu nehmen, die ich brauche. Und ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr das auch schon mal erlebt habt. Ihr könnt mir aber auch gerne eine Nachricht auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.rietmer@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Ich bringe jetzt meinen Hasen in den Stall, weil ich habe sonst wirklich langsam Sorge, dass dann noch was passiert, weil ich gerade nicht aufpassen kann, wie ich gerne hätte. Und das ist nicht die Bild. Und das wäre jetzt verheerend gerade für mich. Gut, also dann, wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.